Ich habe immer geglaubt. Und ich habe in ganz schlimmen Momenten sogar gebetet. Und das hat mir doch viel Halt gegeben. Und wir wussten, dass wir eines Tages verschickt werden sollten, wie man es nannte, deportiert. Ich war noch gar nicht richtig drin, da sagte er gleich, nein, sie nicht, nur ihre Mutter. Da wusste ich Bescheid, dass meine Mutter deportiert werden sollte. Ich habe ihn angefleht, lassen Sie mich doch mit meiner Mutter. Sie wissen doch, in 4 Wochen, in 8 Wochen werde ich auch deportiert. Lassen Sie mich doch jetzt mit meiner Mutter, bitte. Da waren Berge von Leichen, da kam man nicht mit Verbrennen nach. Wenn man nach Auschwitz kam, wusste man ganz genau, man wusste nicht über seinen Tod Bescheid. Wie? Man konnte erschlagen werden, verhungern. Und das Essen, das war grässlich. Das Obo von Runkelrüben kriegten wir. Und zu trinken zu wenig. Und dann ist sie mit mir auf der Lagerstraße entlang gegangen. Der Abschied war schrecklich, das kann man sich ja ungefähr vorstellen. Wenn man jemanden, den man gerne hat, sich verabschieden muss mit auf Nimmerwiedersehen sozusagen. Das haben wir zwar nicht gesagt, aber wir wussten es. Ich habe keine Angst. Ich hoffe, dass die Menschen klüger sind, dass sie klüger geworden sind. Aber Befürchtungen habe ich schon wegen der AfD, dass die einen Weg einschlägt, der dem ähnelt von damals. Dass das wach bleibt. Und ich sage immer, ich erzähle zwar meine Geschichte, aber es ist nicht allein meine Geschichte, es ist die Geschichte von vielen Tausenden, die nicht mehr darüber sprechen können und die so ohne Name, ohne Grab, ohne was gestorben sind.